Es sieht so aus, auch wenn es noch nicht ganz offiziell ist, dass der Mann Präsident werden könnte, der aus seiner Verachtung für Deutschland und die Politik der Kanzlerin keinen Hehl gemacht hat. Wie gehen Sie damit um? Mit welchem Gefühl sind Sie denn heute Morgen aufgewacht? Das war schon ein schwerer Schock, als ich gesehen habe, wohin die Entwicklung geht. Aber eins müssen wir uns auch ganz klar machen. Ich glaube, auch Donald Trump weiß, dass es nicht eine Wahl war für ihn, sondern es viel stärker eine Wahl war gegen Washington, gegen das Establishment. Das ist das eine. Und wir müssen uns selber sagen, auch wenn dieser Wahlkampf getränkt war von Herabwürdigung, von Spaltung, es ist eine demokratische, freie Wahl. Und wir müssen uns jetzt mit den Realitäten auseinandersetzen. Und der dritte Punkt, der uns umtreiben muss, ist, es war ja ein Aufbegehren oder ist ein Aufbegehren der Menschen, die sich abgehängt fühlen und die verlangen, dass ein Wandel, eine Veränderung kommt. Das sind die drei Botschaften, die wir daraus ziehen müssen. Gibt es denn so etwas schon wie einen Plan B, den die Regierung in der Tasche hatte für den Fall das? Das, was ungewöhnlich war in diesem Wahlkampf, ist ja, dass Donald Trump völlig abgeschottet seinen Wahlkampf geführt hat und zwar auch abgeschottet von der eigenen Partei. Mhm. Normalerweise hat ein Kandidat oder eine Kandidatin einen Pool auch von Expertinnen und Experten aus der Partei heraus, die man kennt, die, das war bei Hillary Clinton so, dann auch in Europa sind, uns besuchen, mit uns sprechen. Das ist diesmal gar nicht der Fall gewesen. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Phase nicht nur des Vakuums, des Wechsels der Administration, sondern auch vieler, vieler Fragezeichen. Was wird er von dem umsetzen? Was ist überhaupt sein Programm, was er im Wahlkampf gesagt hat? Jetzt sind solche Transition-Perioden ja immerhin immer schon gefährliches Terrain, weil da viel passieren kann. Dazu kommt das, was Sie ausgeführt haben. Wird es jetzt sehr schnell eine Reise geben von Regierungsmitgliedern nach Washington? Beschreiben Sie mal ein bisschen, wie jetzt fieberhaft im Grunde hier die Maschine anläuft. Hinter den Kulissen wird man vor allen Dingen versuchen, das, was man Arbeitsebene nennt, Kontakte zu knüpfen und überhaupt rauszufinden, wer ist überhaupt Ansprechpartner. Das ist eben das, was anders ist. Es ist gar kein Team aufgestellt, von dem schon klar ist, wer könnte was werden. Natürlich muss der amerikanische Präsident erstmal im Amt sein, bevor es Reisen von Regierungsmitgliedern und die Kontaktaufnahme geht. Viele Fragen sind offen. Auch wir Europäer wissen natürlich, dass wir gerade als Bündnispartner in der NATO, dass Donald Trump als Präsident natürlich fragen wird, was leistet ihr im Bündnis? Aber wir werden auch fragen, wie steht ihr zum Bündnis? Auch das ist etwas, was gegenseitiges Terrain ist, das man erkunden muss. Sie sind Verteidigungsministerin, Sie haben das jetzt angesprochen. Donald Trump hat immer klar gesagt, Bündnispartner müssen für ihre Sicherheit doch demnächst mehr zahlen, hat als Beispiel Deutschland auch genannt. Also ist schon klar, dass jetzt der Verteidigungsetat hochgehen wird, dass vielleicht auch die europäische Verteidigung deutlich zulegen muss? Dieser Trend hat sich schon abgezeichnet vor der Wahl und es war uns immer völlig klar, das habe ich auch immer deutlich gemacht, unabhängig davon, wie die Präsidentschaftswahl in den USA ausgehen wird. Europa muss sich darauf einstellen, dass es besser selber vorsorgt, auch dass es mit den Problemen, die es unmittelbar angeht, auch besser umgehen kann. Deshalb auch mein Vorstoß mit den französischen Kollegen, dass wir stärker in eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion investieren müssen. Aber mit dem Blick auf Amerika ist es in der Tat, er wird fragen, was leistet ihr, aber wir werden auch fragen, wie stehst du dazu? Ja. Was ist dein Verhältnis zur NATO? Frau von der Leyen, nun sind Minister und Ministerinnen nicht da, Angst zu machen, im Gegenteil. Aber wie viel Sorgen machen Sie sich, dass mit einem möglichen Präsidenten Trump ein Putin-Versteher oder einer zumindest, der geflüchtet hat mit Russland, jetzt ins Weiße Haus einzieht und der auch unberechenbar ist? Auch das gehört zu den vielen offenen Fragen, die im Raum stehen. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass unser europäisches Interesse ist, dass dieses Amerika so weltoffen bleibt, wie es ist und verantwortungsbereit ist, wie es war. Und das ist das Amerika, in dem Donald Trump auch groß geworden ist. Das heißt, für ihn wird auch wichtig sein, wie reagieren die Märkte. Wenn er Veränderung tatsächlich bringen will, muss er eine starke Wirtschaft entwickeln können. Die wird er nicht entwickeln, wenn er verunsichert, wenn er unklar ist, wo er steht, ob er in der freien, in der demokratischen, in der weltoffenen Seite steht oder auf einer anderen Seite. Das heißt, auch für ihn ist entscheidend, wie er sich positioniert. Unser Interesse ist ein verantwortungsbereites und weltoffenes Amerika. Herzlichen Dank für diese ersten Einschätzungen an einem wirklich spannenden Morgen.